Hallo zusammen, es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen. So, entweder war ich zu schnell oder Epic zu langsam. Denn jetzt sind plötzlich doch Winterfest-Aufträge mit Oberknacker da. Ich hatte auch eine Meldung auf Discord bekommen. Ja, ich vermute, da ist was schief gelaufen beim Aktivieren der Winterfest-Geschenke. Denn jetzt steht hier plötzlich, Winterfestaufträge verpasst euren Gegner eine eiskalte Abreibung, schließt jetzt bis 2. Januar Winterfestaufträge ab. So, und jetzt können wir nämlich auch die Winterfestaufträge sehen, so wie wir es früher gewohnt waren. Klar, das Päckchen kann ich jetzt logischerweise nicht mehr abholen, das habe ich ja vorher schon abgeholt. Und hier sind jetzt nämlich die Winterfestaufträge. Ship It Express Schnappschuss, Phase 1 von 4. Besuche einen Ship It Express Standort, dafür gibt es dann 15k. Wenn wir insgesamt 19 Winterfestaufträge erledigt haben, bekommen wir hier diese, ja, Pickaxe, würde ich mal sagen. Und wenn wir einen Auftrag erledigt haben, gibt es sogar ein Level Up. Und zusätzlich gibt es dann noch in Battle Royale Ship It Express für gegnerischen Spielern im Ship It Express LTM mitgeworfenen Gegenständen Schaden zu. Sollen wir mal gucken, was ein Ship X LTM ist? Ja, der ist jetzt nämlich auch plötzlich da. Den hatte ich die ganze Zeit ja auch nicht gesehen. Wird auch erst gerade hier von 12. Nee, ich wollte sagen, bis ab 12 und wird von 83.000 Spielern jetzt gespielt. Der war, wie gesagt, vorher nicht da. Gut, ja, ist ein LTM. Ich vermute mal, ist so ähnlich. Ich kann es also nur vermuten, bevor ich spiele, wie Gruppenkeile. Das werde ich dann jetzt gleich mal tun, um diese Aufträge zu erledigen. Beziehungsweise gehe ich davon aus, dass ich auch in diesem LTM diesen Ship It Express Standort besuchen darf. Hier steht ja nichts von Battle Royale oder Null bauen. Und jetzt ist noch was nachgerutscht, kurioserweise. Füge gegnerischen Spielern im Ship It Express LTM. Ah, du, das hatte vorher schon. Nee, das ist nachgerutscht. Triff Gegner mit Schneebällen aus dem Schneeballwerfer. Ich bin begeistert, ja. Eventuell rutscht da jetzt noch mehr nach, weil Epic jetzt hier am Donnerstagabend oder späten, ja, ist ja schon Abend, merkt, dass da einiges schief gelaufen ist. Mal bei so einem Ship It Express Standort landen. Drei Stück gibt es auf der Map. Und dann gucken wir, ob das hier schon reicht. So landen. Ne, das reicht nämlich noch nicht hier. Schade. Hier ist der Shipbelt. Das ist schon mal. Hier ist der Shipbelt. Da hätte ich hier wahrscheinlich auch landen müssen. Ah doch, das zählt ja. Brauche ich ganz dringend hier. Ja, bin tot. Schade. Ja, es ist klar, dass ja, spielen jetzt zu viele. Ja, dafür habe ich es geschafft. Dadurch, dass ich es geschafft habe, noch die Stinkbomben zu werfen, Schaden mit geworfenen Gegenständen zu machen. So, jetzt ist die Phase 2 von 4 nachgerutscht. Dabei müssen wir Untersuche Verstecke mit gestohlenen Geschenken machen. Und ich vermute, erst wenn wirklich diese vierte Phase abgeschlossen ist, ist auch der erste Auftrag abgeschlossen. Oder der obere Teil, diese Schnappschussaufträge, sind gesonderte Aufträge. Das ist mir noch nicht ganz klar. Ja, dann nochmal auf. Nächster Versuch. Ich muss ja jetzt hier Untersuche Verstecke mit gestohlenen Geschenken absolvieren. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht wieder so überrascht wie gerade bei der allerersten Runde. Aber ich vermute, es hat ganz viele Spieler überrascht, dass jeder zuerst
das Winterfest-Geschenk umsonst abholen konnte und dann kurze Zeit später die Winterfest-Aufträge nachgerutscht sind. Auch hier ist hier gut wieder was los. Ziemlich viel sogar, muss ich sagen. Das könnte wieder ins Auge gehen. Hier ist doch richtig was los. Das ist ja ganz ehrlich. Gut, die Frage ist, was muss ich hier durchsuchen? Ist ja richtig Party am Start, Jungs. So. Muss ja Schaden mit geworfenen Gegenständen machen. Dann machen wir das doch mal jetzt hier Party. Immer macht es Schaden, das ist schon mal gut. So, und da oben ist irgendwas zu durchsuchen. Scheinbar. Offen. So. Dann durchsuchen wir das Ding mal. Eins von drei. Das ist scheinbar nur eine wilde, wir werfen Gegenstände durch die Gegend, LTM. Mehr ist das nicht. Denn bisher habe ich... Denn bisher habe ich hier noch keine normale Waffe gefunden. So, damit wäre der Schaden auch erstmal erledigt. Dann muss ich jetzt noch die nächsten Orte durchsuchen. Jetzt brauche ich noch einen Schneeballwerfer, aber habe ich noch keinen gesehen hier. Für die nächste. Ne, bauen kann ich auch nicht, ja. Das ist null bauen mit Pömpel. Blöp. Mehr ist das hier nicht, Gott. Ja, damit ist in diesem seltsamen Modus auch schon der erste Winterfest-Auftrag abgeschlossen. Ich hoffe, das wird noch ein bisschen spannender, denn nur auf der Map herumzurennen und sich gegenseitig mit explosiven und vergifteten Gegenständen zu bewerfen, finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen sinnfrei. Gut, ich habe ja hier noch den Auftrag, mit Schneebällen aus dem Schneeballwerfer Gegner zu treffen. Ja, was ich auch vermute ist, dass es vielleicht besser ist, die Aufträge hier für Winterfest zu sammeln und dann ausschließlich in diesem LTM zu spielen. So schafft man es vielleicht schneller mit den Aufträgen fertig zu werden. Ich sehe jetzt mal zu, diese Geschenke zu finden. Wobei ich davon ausgehe, dass die Phase 3 dann auch nicht viel besser werden wird. Ich bin ehrlich, das hat mir früher besser gefallen. Ich musste bei Sergeant Winter in die Lodge, durfte mir dann ein Geschenk frei wählen. Klar, es haben letztendlich alle Spieler nachher zum Schluss das gleiche bekommen, aber ich hatte so ein bisschen, ich will nicht sagen weihnachtliche Spannung, aber ja, so. So, jetzt brauche ich mal ganz dringend hier diese Aktion. Oder ganz mit dem Schneeballwerfer auf jeden Fall. So. Und ganz dringend Wurfgegenstände, um Leute zu treffen. Weil normale Waffen scheiße nicht zugegen. Dafür gibt es aber hier. Dafür gibt es hier aber
So, so. Ah, ich bin doch jetzt hier unschütz. Ich hätte jetzt noch gern Schneeballwerfer. Aber den habe ich ja bisher noch nie gefunden hier. Ich muss sagen, irgendwie ist das Ganze ein bisschen sinnfrei, wenn ich ehrlich bin. Ne, bauen kann ich ja nicht. Oh. Das heißt, es geht jetzt nur darum, Leute möglichst schnell... kaputt zu werfen. Ja, dann nochmal auf zur dritten Runde. Und die dritten Päckchen durchsuchen. Ich nehme an, da ist gleich wieder genauso viel los wie vorher. Und es ist sicherlich einfacher, das im Squad zu spielen. Und wenn es mit Randoms ist, als ich hier in Solo. Hier oberhalb, ich brauche dringend eine Waffe, sonst habe ich verloren. Da sind Waffen gut. Ich habe nicht gesehen, wo der Gegner runtergekommen ist. Aber da das ja hier nur mit Wurfgeschossen das Ganze geht, kommt mir nichts anderem. Mal direkt am Weihnachtsbaum. So. Jetzt ist ein Schneeballwerfer drin? Nein, immer noch nicht. Aber dafür habe ich das nächste Geschenk. Dann frage ich mich, wo ist die. Wo es die Schneeballwerfer gibt. Nicht, dass es die nur beim NPC gibt. Na, halt das immer mit sich. Besser ist das. Das ist ja hier nur werfen und... Na komm. Oh, hallo. Ich häng fest. Ja, das ist noch ein Geschenk. Ist hier vielleicht ein Schneeballwerfer drin? Nee, das ist nur eine Tarnung. Oh, super. Dann war es das ja in den Aufträgen eigentlich. Oh ne. Okay, wenn die schwebende Insel auftaucht. Gut. Das heißt, Oberknackers Hütte ist auf der schwebenden Insel. Ich bin begeistert. Ja. Wenn die schwebende Insel... Ja. Oder... Ach, das Mist. Oder Oberknackershütte ist ganz woanders. Das heißt, ich sollte mir jetzt dringend noch einen Riss besorgen. So. Dann hoffe ich mal, dass hier Oberknackers Insel jetzt gleich, Oberknackershütte jetzt gleich auftaucht. Auf der Insel. Ich weiß natürlich nicht. Oh, komm. Ich bin ja quasi direkt unter der Insel. Lasse kommen. Immer spawnen, bitte. So, sie ist jetzt da. Dann gucken wir, ob da jetzt Oberknackers Hütte oben sitzt. Ja, nee, die sitzt da gar nicht, oder? Wieso gibt's... Ach, hier wohnt der blöde Tiger! Ach, du Decker, Scheiße, ich hab nicht dran gedacht. Ich wollte schon sagen, hier gibt's ja gar keine Waffen. Das würde mich mal interessieren, wo hier Oberknackers Hütte sein soll. Tschüss. Gibt Oberknackers Hütte gar nicht? Ja. In dem Matchmaking gibt es, so wie ich das sehe, Oberknackers Hütte gar nicht. Tja. Außer ich bin jetzt blind, aber ich sehe Oberknackers Hütte nicht.
Der blöde Tier! Ach nee, ist ein Gegner. Ja. Leck mich doch, fett mein Freund. Hau ab! Ist der beste Arschloch doch. So, da ist die Insel jetzt zum zweiten Mal. Ich vermute, das Ganze ist buggy, denn ich war jetzt schon einmal da oben drauf. Und ich gehe davon aus, dass oben auf der Insel Oberknackers Hütte ist. Aber wie man sieht, ist da noch die alte Villa. Wahrscheinlich mit den alten Gegnern drauf, nehme ich an. War ja vorher auch, als ich das erste Mal da hoch bin. Das heißt, diese Challenge ist wahrscheinlich dann auch nicht zu gewinnen. Wir müssen wahrscheinlich warten, bis Epic das gefixt hat. So, ich werde jetzt gleich mal hoch springen. Impulsgranate, schade. Ich hatte gehofft, dass ich irgendwann mal ich versuche da einfach mal hochzugehen. Ich vermute, das Ganze ist buggy. So, noch einen Versuch. So, hier ist nirgendwo Oberknackers Hütte, wie man sieht, ja. Ich gehe davon aus, das Ganze ist ganz schwer buggy. Jetzt kommt noch der Sturm, da unten sind Herrn Gegner am Start. Und die Gegner haben auch Schusswaffen, ich bin begeistert. Wieso gibt es hier Schusswaffen, wenn es offiziell keine gibt in dem Match? Wieso gibt es hier oben Schusswaffen auf der Insel? Das ist doch lachhaft. Ich glaube, das ist ein ganz harter Bug, dass es hier Schusswaffen gibt. Egal. Ja, dann würde ich sagen, wir warten, bis das Ganze gefixt ist. Denn warum gibt es da oben auf der Insel Schusswaffen? Und Oberknackers Hütte taucht auch nicht auf. Ich sage da mal danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.